DDR-Zeiten hatte das Automobilwerk eine Belegschaft von 9.800 Leuten. Bei einer Stadt mit 45.000 Einwohnern, dass eigentlich an jeder Familie jemand in diesem Werk arbeitete oder direkt und indirekt davon abhängig war. Die Frage gab es gar nicht, ob man übernommen wird. Die Frage war höchstens, in welche Abteilung ist man gekommen. Da war der Werkzeugbau schon das bessere, die bessere Wahl. Ehrlich gesagt, in der Schule war immer das meine Terrorvorstellung, an Fließband-AWE zu kommen. Mir war klar, ich bleibe nicht der Fließbandarbeiter, ich möchte mich weiterqualifizieren, würde wenigstens gern den Meister machen. Hat man mir damals verwehrt mit der Begründung, wenn du Meister werden willst, dann mach das in der Armee. Die Stadt Eisenach in Thüringen ist neben Luther und Bach vor allem für zwei Dinge bekannt. Die Wartburg und den Wartburg. Automobilstadt wurde Eisenach jedoch bereits knapp 50 Jahre vor der Produktion des ersten Wartburgs, dem Typ 311. Die Geschichte der Fahrzeugindustrie in der thüringischen Kleinstadt begann im Jahr 1896 mit der Gründung der Fahrzeugfabrik Eisenach. 1928 wurde diese von BMW übernommen und nach dem Zweiten Weltkrieg verstaatlicht. 1953 erhielt das Werk schließlich seinen endgültigen Namen, VEB Automobilwerk Eisenach, kurz AWE. Und auch wenn das Werk seinen Betrieb im April 1991 einstellte, so konnte die Autoindustrie mit dem seinerzeit neu angesiedelten Opel-Werk erfolgreich fortgesetzt werden. Viele AWE-Gebäude gleichen heute Ruinen, wenn sie nicht bereits abgerissen wurden. Ein Teil konnte jedoch von der Stiftung Automobile Welt Eisenach als Museum hergerichtet und genutzt werden. Geschäftsführer der Stiftung ist der ehemalige Bürgermeister Eisenachs Matthias Doth. Er selbst arbeitete als Ingenieur mehrere Jahre im AWE. Das Automobilwerk zu DDR-Zeiten war eine Fabrik mit einer unwahrscheinlichen Produktionstiefe. Es wurde eigentlich alles selber gemacht. Während heute bei Opel Motoren und Getriebe angeliefert werden und Karosserien angeliefert werden, man machte die Motoren selber, man schmiedete die Pleuels selber, die Sitze wurden selber im Werk genäht. Es war ein Werkzeug- und Maschinenbau da, eine Instandhaltungsabteilung. Es waren mehrere Betriebe, die sich dann letztendlich aus Eisenach im Werk dann auch ausgründeten und heute noch große Betriebe sind, die die Stadt prägen und die auch viele hier beschäftigen. Es waren über 40 Betriebe, die sich letztendlich aus dem Potenzial des Automobilwerks ausgegründet haben. Ebenfalls im Automobilwerk Eisenach tätig war Olaf Börner. 1979 begann er seine Lehre zum Zerspannungsfacharbeiter und arbeitete bis zur Schließung des Betriebs im April 1991. Die Frage gab es gar nicht, ob man übernommen wird. Die Frage war höchstens, in welche Abteilung ist man gekommen. Da war der Werkzeugbau schon das bessere, die bessere Wahl. Andere sind in der Produktion gekommen, direkt in die Serie. Oder da war der Werkzeugbau schon das bessere. Aber die Frage, ob man übernommen wird oder nicht, die hat sich überhaupt nicht gestellt. Mein Vater war da und was gab es schon damals großartig? Also war der größte Betrieb hier in der Gegend. Ja gut. Und technisches Interesse bestand und da ist man halt dahin gegangen. Ne? Einmal eine Bewerbung geschrieben, dann ist nicht wie heute die Bewerbung, oh, mach gucken, wie viel wir schreiben müssen. Ja, das ist ein paar pro forma eine Bewerbung geschrieben und dann schon waren wir da angenommen. Ne? Fester Bestandteil der Lehre war eine gesetzlich vorgeschriebene vormilitärische Ausbildung, organisiert von der Gesellschaft für Sport und Technik, kurz GST. Zwar blickt Olaf Börner mit gemischten Gefühlen an jene Zeit zurück, sieht aber auch einen großen Nutzen. Das war jetzt nicht so was, wo man sich unbedingt so gerne erinnert, aber was von großem Vorteil war, man konnte da auch einen Führerschein machen. LKW-Führerschein habe ich ja bis heute noch und da konnten wir ja auch alles fahren, außer Motorrad. Das musste ich dann leider noch so privat machen. Das war wohl, wo ich sage, ja, das war sehr von Vorteil, ich glaube, für 60 DDR-Mark damals einen Führerschein zu machen, da träumt man heute nur noch davon. Ja. Und man hat ja die Zeit auch bezahlt bekommen. Bezahlt ist relativ bei dem Lehrlingsgeld, was man bekommen hat. Ich glaube, 100 Mark waren es im Monat. Was habe ich dann verdient in drei Schichten? Das war ja zwischen 700 und 800 Mark. Das war nicht so die Wucht. Ne? Ja gut, ich habe bei meinen Eltern damals gewohnt und
Miete war jetzt nicht das Thema. Auch Miete damals, gut, die in der Stadt hier gewohnt haben und zur Miete wohnen, das war ja auch, sag ich mal, im Vergleich zu heute nicht die Rede wert. Ne? Weiß nicht, was Miete bezahlt wurde, keine 100 Mark oder sowas. Ne? Dann, das Verhältnis war dann schon so, dass man davon auch leben konnte. Ne? Nur ein Auto kaufen war dann wieder ein anderes Thema. Zuletzt, wo der Wartburg, ich glaube, über 30.000 Mark gekostet hat, dann hätte man schon lange, lange sparen müssen. Ne? Man hatte ja auch Zeit gehabt. Wenn man es regulär bestellt hatte, waren so bestimmt 15 Jahre. Bei Wartburg weiß ich es gar nicht genau. Also Minimum war das schon mal so. Ja. Und ich habe auch damals Gebrauchtes gekauft. Also ich habe auch nie eins bestellt gehabt. In weiser Voraussicht. Nein, Quatsch. Habe ich verpasst gehabt und habe mir dann ein Gebrauchtes gekauft. Das war in den 80er Jahren irgendwann, vielleicht 85 oder wann. Und dann waren es halt noch 4 Jahre, dann war die Wende 89 und dann war das eh alles hinfällig. Ne? Und auch für ihn begann 1979 die Ausbildung im Automobilwerk. Reinhard Schäfer. Er war einer von bis zu 250 Lehrlingen pro Jahr. Und damit setzte er die lange Familientradition in 4. Generation fort. Hier ist die Berufsschule, eine Sporthalle und hier waren auch die Lehrlinge untergebracht, die eben nicht aus Eisenach kamen, ein Lehrlingswohnheim. Auch das hat es gegeben. Ich habe gelernt, Fahrzeugschlosser, so nannte sich Fahrzeugschlosser, Spezialisierungsrichtung Pkw-Montage, war ein unglaublich schwieriger Name. Und nach der Ausbildung habe ich als Monteur, quasi als Schlosser, im Automobilwerk Eisenach angefangen mit Arbeiten. Klassische Fließbandarbeit, so wie man heute quasi auch noch Autos baut. Also ich denke mit ein bisschen Wehmut daran, was wir in Eisenach alles geschafft haben, was wir alles eigenständig in Eisenach bauen konnten. Und sehe dann immer auch den Vergleich zu heute. Natürlich, die Automobiltradition wird durch Opel fortgesetzt, aber es ist eben nicht mehr ganz so wie früher mit eigener Konstruktion, eigener Entwicklung, Motorenbau, Getriebebau, Fahrwerkbau, alles in einer Hand. Das ist eben leider nicht mehr. Nur unser Opel Adam, das ist ein echter Eisenacher wie in Wartburg. Sieht man den Opel Adam auf der Straße, ist es ein Eisenacher. Im Eisenacher Automobilwerk hat er ausnahmsweise nicht gearbeitet. Dafür aber beim Reparaturservice PGH Blitz, der als GmbH auch heute noch existiert. Frank Werneburg war im Rahmen der Reparaturarbeiten des Öfteren im Austausch mit dem AWE. Ich selber habe Rundfunkfernsehmechaniker gelernt, Anfang der 80er Jahre bei der PGH Blitz und bin nach der Lehre dann in die Abteilung, die industrielle Elektronik betreut hat, gekommen. Wir haben dann zum Beispiel Wechselsprechanlagen, Funkgeräte repariert, auch die Überwachungskameras in Einkaufsläden und ähnliches haben wir instand gehalten. Unter anderem hatte die AWE, wie viele Großbetriebe ja auch heute noch haben, eine eigene Werksfeuerwehr. Und die hatten natürlich Funkgeräte und auch Wechselsprechgeräte innerhalb ihres Gebäudes. Und die haben wir instand gehalten, alles mit. Und damit waren wir natürlich meist haben wir die Geräte gebracht gekriegt und haben sie in der Werkstatt repariert, aber eben teilweise eben auch vor Ort bei der Werksfeuerwehr der AWE, also auf dem AWE-Gelände direkt. Was immer beeindruckend war an der Wache, sind immer die Arbeiter, die Aktentaschen kontrolliert worden, zum Beispiel beim Verlassen des Betriebes. Und wir als Externe sind mit einem Kombi reingefahren und wieder raus und da hat nie jemand auch nur reingeguckt, ob wir eventuell was drin hätten oder nicht. Das Werk war eigentlich eine Stadt in der Stadt. Ja. Es gab eigentlich eine abgeschlossene Einheit. In diesem Werk gab es 2 große Kantinen für die Arbeiterversorgung. Es gab Verkaufsstätten, Kioske, wie man so schön sagt. Es gab eine eigene Betriebspoliklinik, es gab eine eigene Buchhandlung, es gab eine eigene Sparkasse, alles auf dem Gelände. Es gab eine eigene Bibliothek. Und natürlich hatte das Werk auch mehrere Betriebskindergärten, Ferienheime, Ferienplätze, Betriebsferienlager und hatte auch ein großes Clubhaus, um auch eine große soziale und kulturelle Verantwortung, die gesamte Stadt eigentlich prägt. Diese umfassenden Angebote für die Bediensteten waren zur damaligen Zeit keine Seltenheit in den Betrieben. Sie sollten von politischen und wirtschaftlichen Missständen ablenken und stärkten gleichzeitig die Gemeinschaft. War ruhiger früher und war mehr Zusammenhalt. Man ist auch mal fortgegangen zusammen und ja gut, ist halt heute nicht mehr so unbedingt, außer wenn es mal eine Weihnachtsfeier gibt. Eine Besonderheit gibt es auf jeden Fall und das war diese unglaublich verschworene Gemeinschaft, dass das alles war wie eine Familie im Werk.
Man kannte sich, man wusste immer, mit wem man es zu tun hatte, man kannte alle Eigenheiten, man konnte sich aufeinander verlassen. Und ich erlebe es noch heute mit den älteren Kollegen, dass man noch in gewisser Weise ins Schwärmen erlebt über die tollen Geschichten im Automobilwerk. Und wenn ich hier an der Stelle stehe, fällt mir eine Episode ein. Ich kann das Jahr nicht genau sagen, aber es muss Anfang der 80er gewesen sein. Da hatten wir ein fürchterliches Hochwasser hier in Eisenach. Und da war hier auch die Berufsschule betroffen und so weiter. Und die Hirsel, wie wir hier am Fluss stehen, alles war über die Uder getreten. Abgestellte Fahrzeuge zu Dutzenden sind nagelneue Wartburgs abgesoffen. Auch da haben alle zusammengehalten. Die Autos wurden geborgen, wurden entsprechend aufbereitet und so weiter. Neben dieser Solidarität, die heute viele vermissen, gab es einen ganz entscheidenden Nachteil, der häufig Frust hervorrief. Die soziale Planwirtschaft mit all ihren Begleiterscheinungen. Man kriegte am Jahresanfang als Betrieb ein Budget und eine Planzahl. Die Planzahl, die Stückzahl, die Autos, die zu produzieren sind. Und diese war Gesetz in der DDR. Das musste erfüllt werden. Und dazu kam es, dass die DDR chronisch finanziell knapp war. Um nicht zu sagen, immer an der Pleite vorbeigeschrammt ist. Also hat man damals schon mitgekriegt, dass die Maschinen teilweise aus der Vorkriegszeit noch waren, die noch in Benutzung waren. Und in manchen so Abteilungen, wo Karosseriebau und so Sachen und Motorenbau, dass man da, wenn man die Türklinke nur angefasst hat, überlegt hat, wo man die Hand abwischt vom Fett. Es wurde in den Automobilwerk nie investiert, großzügig investiert über die Jahre hinweg. So gab es letztendlich innerhalb des Werkes eine eigene Hauptabteilung Werkzeug- und Maschinenbau, die nur dazu die Aufgabe hatte, die Produktion am Laufen zu halten. Es wurden selber Maschinen, Vorrichtungen, Werkzeuge, Betriebsmittel, Transfertaktstraßen, sogar Industrieroboter wurden selber gebaut, weil es so etwas nicht zu kaufen gab zur DDR-Zeit. Diese permanente Beinahe-Pleite hatte vor allem zwei Ursachen. Die DDR hatte keine konvertierbare Währung und sie hatte auch kaum eigene Rohstoffe. Bleche und Stahl mussten importiert werden. Unter anderem aus Österreich, Schweden und zu einem Großteil aus der damaligen Sowjetunion. Doch die Güter hatten keine einheitliche Qualität, sodass jede Charge im AWE-Prüfstoffwerklabor vor ihrem Einsatz sorgfältig geprüft werden musste. Es war eine interessante Zeit. Ich arbeitete nicht direkt in der Automobilproduktion, sondern im Werkzeug- und Maschinenbau, in der Abteilung Sondermaschinenkonstruktion. Und wir mussten eigentlich aus nichts etwas machen. Ja. Wir mussten eine neue Vorrichtung bauen, um Kühlgelenk effektiver zu produzieren zu können, also Personal einzusparen, es sollte billiger werden. Aber die Materialien und Lager und Hilfsmittel, die wir brauchten, die gab es auch nicht zu kaufen. Es war schon ein Krampf. Es war schon ein Krampf und es war vor allem nicht besonders motivierend, denn als junger Ingenieur will man sich natürlich auch mit seinem Endprodukt, mit seinem Auto identifizieren. Und da war es schon immer deprimierend, dass es da immer nur klein in kleinen Schritten vorwärts ging. Da wurde mal eine Maschine ersetzt und wurde durch eine neue Arbeit. Aber insgesamt war es schon nicht besonders motivierend und es war für uns als junge Ingenieure, die der DDR sehr kritisch auch gegenüberstanden, schon etwas frustrierend, dass zum Beispiel ausgerechnet die Sowjetunion mit der Lizenzproduktion des Fiat, mit den Lada, das modernere Auto hatte wie wir. In den 60er Jahren war der Wartburg mitunter sehr erfolgreich. Der Typ 311 wurde in 43 Länder exportiert, darunter auch die USA. Der Wartburg 353 wurde bis 1989 produziert und ebenfalls an westliche Staaten wie Dänemark, Finnland, die Niederlande, Spanien und Griechenland geliefert. Was hätte getan werden müssen, um den späteren Untergang des Automobilwerks abzuwenden? Es wäre wichtig gewesen, in den späten 60er Jahren konsequent das Werk zu modernisieren und auf einen technischen Stand zu halten. Denn wir erinnern uns, als 1966 der Wartburg 353 vom Band lief, war er ein modernes Auto. Er war zeitgemäß. Er hatte ein modernes Fahrwerk, die Pontonkarosse war damals Stand der Technik. Der nächste Schritt wäre gewesen, einen neuen Viertaktmotor zu bringen und dann eine kontinuierliche Weiterentwicklung zu betreiben. Aber da die DDR ja immer eng an die Wiesen war, wurden finanzielle Mittel nicht in Eisenach entschieden, nicht in Karl-Marx-Stadt im Kombinat, auch nicht im Ministerium, sondern immer ganz oben bei der Partei im Zentralkomitee. Und da wurde natürlich das wenige Geld nach politischen Maßgaben entschieden.
Und so kam es, wie es kommen musste und wie es viele Betriebsangehörige bereits längst vorhersahen. Dann wurde immer die Arbeitszeit immer kürzer, dann haben wir nur jede zweite Woche, glaube ich, gearbeitet. Und dann irgendwann mal, das nannte sich dann Kurzarbeit, und irgendwann hat man 0 Stunden Kurzarbeit. Das war dann Mitte, also im Frühjahr 91. Wie gesagt, im April, also Ostern, glaube ich, habe ich aufgehört. Der schwärzeste Tag in der Eisenacher Automobilgeschichte war der 10. April 1991. An diesem Tag fuhr der letzte Wartburg vom Band und das Werk wurde geschlossen. An dem Tag verloren über 9000 Belegschaftsmitglieder ihren Arbeitsplatz. Also das war eine ganz schwierige Zeit, wo manche auch nur noch an den Untergang dachten. Gerade die ältere Generation hat alles davonschwimmen sehen. Und die jüngere Generation, zu der ich ja damals auch gehört habe, wir haben an den Neuanfang geglaubt und daran, dass es mit Opel ein Weiter gibt. Und die Geschichte zeigt es ja auch jetzt, werden noch Automobile in Eisenach hergestellt. Das Automobilwerk Eisenach, eine befristete Erfolgsgeschichte. Erstaunlich, wenn man die damaligen Arbeitsbedingungen betrachtet. Diese haben sich mit der Ansiedlung Opels nach der Wende grundlegend geändert. Nun bleibt abzuwarten, wie sich die Automobilbranche insgesamt entwickeln wird. Verglichen mit mehr als 9000 AWE-Mitarbeitern sind die derzeit 1800 Opel-Beschäftigten zwar nur ein kleiner Teil, doch die Weiterführung der Automobilfertigung ist für sie und auch für Eisenach und die Region als Wirtschaftsstandort enorm wichtig.